Mein erster Kill in Fortnite! Ah! Also ich schäme mich gerade dafür. Es tut mir leid, Leute. Lonely Wood. Standard Skill sagt bei diesem Lonely Wood. Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Weil meine Worte in Lines create a code für den Ripe. I Crimex OG. Ihr wisst Bescheid. Hey Leute, Crimex hier, und in diesem Video werden wir mal gemeinsam auf meine erste Fortnite-Runde reagieren. Ich bin mega gespannt, Leute. Das Ganze, ihr könnt es jetzt hier schon im Hintergrund sehen, ist vor über einem Jahr gewesen. Das war sogar noch ein Stream, Leute. Das waren noch diese Livestream-Zeiten. Wer mich auf jeden Fall schon länger verfolgt, der wird wissen, damals habe ich ja jeden Tag immer diese Streams auf YouTube gemacht. Immer so diese GTA-Hunger-Games und so. Ja, ihr wisst noch. Auf jeden Fall, das waren auch noch diese Stream-Zeiten. Eine Stunde 50 Stream, 428.000 Aufrufe vor einem Jahr. Titel, so gewinnen wir immer. Ich weiß noch, da dachte ich mir, boah, wir holen locker voll Wins. Aber ist übrigens auch mit Standard-Skill dabei. Das heißt, wir werden jetzt nicht nur die erste Runde von iCrimex beobachten, sondern auch mal die erste Runde von Standard-Skill. Ich weiß nicht, Brox war, glaube ich, auch dabei. So die ganze, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall so mein, das Stream-Team von früher, ihr wisst Bescheid. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Der Artikel, wie gesagt, so gewinnen wir immer. Wir dachten, wir rasieren alles. Ich glaube, in diesen 2-Stunden-Stream haben wir kein einziges Mal gewonnen. Das waren nur noch so diese Zeiten, wo man einfach Fortnite immer mit PUBG verglichen hat, Leute. Aber ich würde sagen, wir schauen da jetzt einfach mal gemeinsam rein. Hey Leute, Crimex hier, und heute gibt es auf jeden Fall mal die erste Runde Fortnite auf meinen Nacken, meine Freunde. Wie ihr hören könnt, ist Standard-Skill auch mit dabei. Was geht ab, meine Freunde? So. Ja, wann müssen wir denn raus hier? Oh mein Gott! Oh mein Gott, was? Bruder, wie die Map damals noch aussah. Das war wirklich original. Also ich bin in dem Sinne auch ein OG-Spieler. Zwar nicht Season 1, aber das war Season 2, als ich angefangen habe. Deswegen auch Lebkuchen-Skin war auch mein erster Skin, den ich mir gekauft habe. Oder war das noch Season 1? Das muss ich jetzt mal kurz gucken, Leute. Das war am 2.12. Nee. Was? Okay, Leute, ich sehe es gerade. Der Zeitraum von der Fortnite Season 1 hier ist auch markiert. 25. Oktober bis 13. Dezember. Und der Stream war am 2. Dezember. Das heißt, ich bin ein OG-Spieler. Das war ja noch in Season 1, Leute. Leute, ich dachte mein ganzes Leben, ich würde seit Season 2 spielen. Aber ich bin eigentlich Spieler seit Season 1. Krass, okay. Nice. Auf jeden Fall, wie die Karte damals aussah, übelst krass. Ja, let's go. Schau mal hier weiter. Links, Digga. Hier, runterspringen und dann links hier bei diesen... Digga, markier doch. Keine Ahnung. Ja, ich hab fucking markiert. Flieg mir einfach hinterher. Bei diesen Lonely Wood heißt das. Lonely Wood... Standard-Skill sagt bei diesem Lonely Wood. Geil, man kann das Spiel einfach noch gar nicht. Ich bin auch normalerweise Controller-Spieler. Das war damals noch auf PC. Habe ich Maustastatur gespielt, war auch vollkommen lost mit der Steuerung und so. Aber okay, wir hören mal weiter rein. Ja, dann direkt in die Mitte reinfliegen, oder was? Nein, das ist so ein Holzhaus, Digga, mit so einem Biber. Oder warum habe ich die ganze Zeit Leertaste und so gedrückt? Ich weiß noch, wisst ihr, warum ich die ganze Zeit Leertaste gedrückt habe, gleich da auf und zu? Weil Seville da noch zu mir meinte, ja, so bist du schneller und so, dies, das, irgendwas, so kommst du weiter. Ich weiß nicht, was ich da versucht habe, Leute. Irgendwie, der meinte so, das ist so ein Trick und so. Ja, Leute, heute auf jeden Fall mal eine Runde Fortnite, ne? Ziemlich chaotischer Start gerade. Standard-Skill ist auch mit dabei, stell dich mal vor, Bruder. Nee. Ja, hallo. Ah, ein bisschen, jetzt aber echt ein bisschen mehr Elan, das hast du bei mir auch gesagt. Ja, was geht ab, Digga? Ich bin nicht schon am Konzentrieren. Das war ja gerade richtig die Scheißvorstellung von dir. Ich bin schon am Abbauen, Digga. Schon immer am Dissen gewesen, Leute. So, okay. Oh, da ist eine Waffe, glaube ich. Leute, kennt ihr... Warum laufe ich da gerade nicht zu dieser Kiste hin? Was? Fortnite, wenn ihr Fortnite kennt, dann rastet aus, Digga. Mega geiles Game. Wer von euch kennt denn schon alles Fortnite? Das ist ja auf jeden Fall zurzeit ziemlich beliebt, das Game. Wer kennt schon alles Fortnite? Heutzutage unvorstellbar, die Frage. Mega Spaß, weil das ist so ein bisschen... PUBG-mäßig, Leute, also 100 Leute quasi auf eine Insel. Ich schwör's dir, aber damals wirklich jeder YouTuber hat das mit PUBG verglichen. Standard-Skill sagt einfach, lass mal gleich voll die Base bauen. Ich hab nur eine Pistole. Früher war noch nicht so mit 90s und so, da war noch, wollte man noch eine große Base bauen. Ich hab nur einen Backstein gefunden. Was machst du die ganze Zeit? Digga, mit Metall. Du musst Metall abbauen, Digga. Er sagt, ich hab Sirup. Mach die Wohnwegen kaputt, du brauchst das Metall zu bauen. Er hat Sirup gefunden, sagt er. Gar keine scheiß Metall. Oh, Leute, das ist nicht aus, das Metall. Ich hab keine Ahnung, was wir hier versucht haben. Achso, ich hab kein Holz mehr. Hier, bau dir hier Treppen hoch. Was hab ich da versucht? So, warte, ich baue jetzt hier. Ja, komm bei mir am besten mit rein. Ja, mach ich doch, Digga. Ich muss mich doch erstmal dahin bauen. Oh, Mann. Ja, man, ein bisschen chilliger. Ich bin noch Anfänger. Du bist ja richtiger Pro. Aha, aber ich hab schon direkt eine Tür rein. Alter, was ist das für eine Base, die wir haben, Alter. Auch so grüne Waffen. Ich glaube, das ist selten oder so bedeutet das. Ich glaube, das ist selten. Ist klar, Digga. Grün ist das Beste eigentlich, ja? Nee, lila ist Beste. Doch, nein. Nee, orange. Hab ich gerade wirklich gesagt, lila ist das Beste? Ah, oh Mann, ey.
Orange gibt's. Nein, noch. Grün ist das Beste. Digga, Orange ist legendär. Was? Standardskill sagt, Grün ist das Beste? Oh mein Gott. Sorry für die scheiß Qualität gerade. Warte, ich muss mal gucken, ob ich hier bessere Qualität machen kann. Ach nee, warte, ich glaube, das hat er gerade ironisch gemeint. Das hat er gerade ironisch gemeint. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Ja, ey, aber was wir uns da für eine Base gebaut haben. Weißt du, heutzutage, ja, hoffe, keine Ahnung, man so, läuft, wenn man jemanden sieht, dann baut man 90. Wenn hier das Endgame ist, dann. Um hochzukommen. Alles. Aber ist das so ein Jump-Pad? Na, probier's mal aus. Ey! Krass. Krass, habt ihr das gesehen, wie Bounce-Pads damals noch aussahen? Ich bin ja voll der OG-Spieler. Ich wusste das gar nicht mehr, dass ich da schon Bounce-Pads kannte. Und die waren gar nicht blau und so. Voll der komische Junge, Effekt. Junge, iCrimex OG. Aber, ihr wisst ja Bescheid. Das wär so krass. Da hat jemand versucht zu snipen. Ist so unvorstellbar, dass man heutzutage einfach so die ganze Zeit auf einer Stelle stehen bleibt. Aber man hatte damals wirklich, als das neu rauskam, man hat das so mit PUBG verglichen. Dahin fetzen die sich gerade. Ey! Ich baue hier eine Tür. Hab ich einfach eine Wand hinter dem Boden. Okay, ich hab da eine Tür hingebaut. Da ist irgendwo Schießerei, ich check gar nicht. Oh nein, Stunny ist tot! Was mache ich da? Muss raus, jetzt raus! Ja, ja. Der killt mich! Ich kann mir das nicht anschauen. Ich kann mir das nicht anschauen. Digga! Viel zu spät, Bruder. Also ich schäme mich gerade dafür. Es tut mir leid, Leute, aber ich schäme mich gerade dafür. Oh mein Gott, aber wie das damals einfach noch aussah, wie cool ist das denn? Oh, wir haben Busch, Digi! Was? Was haben wir? Oh mein Gott, wir haben Busch. Ach. Habt ihr gehört, wie er sich gefreut hat, weil wir einen Busch gefunden haben? Oh, oh ja, mein Gott, anderes Level Noob-Spieler. Ey. Oh, Digga, ich sag. Komm zu mir, genau unter mir, Komm eins runter. Wie soll er denn runterkommen, bin ich dumm? Ey, das sind sie? Ja, Digga, ich kill mich jetzt. Digga, ich schwöre, dieser Busch ist so dumm, Alter. Oh, da ist ein Gegner! Komm! Okay, ich hab einmal getroffen, Leute, oh mein Gott. Warte, ich komm zurück. Man baut einfach nur. Okay, warte, ich hab schon ein bisschen überlegt, man könnte bauen. Wo ist er denn? Aber war mir dann doch irgendwie so kompliziert damals. Oh, hier ist er! Komm! Komm, der ist One-Shot! Ach! Digga, was willst du auch nur mit einer scheiß Pistole? Aber ich hab ihn wirklich, glaube ich, viermal getroffen, ohne Spaß. Der war wirklich One-Shot. Kleiner Hurensohn. Komm, hier schnell. Warte. Hinter dir! Oh, was ein Turndown, Alter! Okay, Leute, wir haben jetzt so oft gesehen, wie ich irgendwie verkacke. Ich würde sagen, in diesen 2 Stunden habe ich einen einzigen Kill gemacht. Den schauen wir uns jetzt mal an. Meinen ersten Kill in Fortnite. Man hat einfach nicht gebaut, ne? Man hat einfach nicht gebaut damals. Das war noch nicht so. Oh, obwohl, ich war ja damals so ein Vorreiter für die damalige Zeit. Wollte uns direkt schon mal einbauen. Digga, ich schmeiß die Granaten. Pass auf. Komm, mein erster Kill. Achtung, da ist doch einer. Hat jemand challenged dich? Mein erster Kill in Fortnite! Okay, hat die Beleidigung nicht mehr rausgeschmissen. Das war gut. Alter. Hä, wie die blauen Waffen noch aussahen? Wie eine blaue Waffe aussah. Okay, let's go. Krass. Warte, ich bin gerade so stolz darauf, ich möchte die Stelle nochmal kurz angucken. Jetzt nochmal. Achtung, da kommt einer, hat jemand challenged dich? Den hab ich aber eigentlich ganz gut gelasert, Nutte, ja. Stark, Digga. Geil. Das war gut. Warte mal, hier kommt noch ein zweiter Kill, den müssen wir. Warte, den. Okay, jetzt schauen wir auch direkt noch meinen zweiten Kill an. Was will ich da gerade machen? Was ist meine Mission? Oh! Ja, Mein zweiter Kill war einfach mit der Scoped AR. Alter, nur noch ein anderer, Leute. Und nur noch ein Gegner. Ist das doch mein ist das etwa doch mein erster Win? Ich dachte, wir hätten keinen Win geholt. Lass uns hier eine Base bauen, oder? Nein, ja, Bruder. Nimm mich doch mit. Alter. Weil ich hab nicht mehr so viel Sachen. Oh mein Gott. Ich wollte einfach damals nicht bauen. Da oben hat er seine Base. Wo? Richtung 240, da oben auf dem Berg. Oh, at good positioning. Ja. Scheiße. Und wir müssen eh nochmal umkämpfen, das Problem. Ich weiß nicht, geht das der Wind? Ja, wir müssen runter, Digga, hier. Ich hab noch ein paar Sachen, ich baue dann nächste Base. Ja, wir müssen hier runter, Digga. Oh Gott, wir müssen hier runter. Ich seh den da vorne laufen. Wo? Bei W. Oh, Dick, ein Hit. Runter, wir müssen runter, Digga. Ja. Die Zone kommt jetzt. Ich hab nichts mehr zu bauen. Wie baust du dich runter? Wie willst du dich... Geh hinten runter. Oh, Scheiße. Wie hab ich mich da... Einen Boden platziert? Wir können uns den Luftrock noch holen. Ich glaub, der hat sich den... Was hab ich denn damals gemacht? Von da gesagt. Komm, komm. Er muss kommen. Ja! Doch, ein epischer Sieg! Digga!
Was ein Sieg, Junge! Oh mein Gott! Geil, Alter! Epischen Sieg geholt und 2 Kills gemacht! Das ist schon gar nicht mal so schlecht, Alter. Auf jeden Fall, meine Freunde, hier, so sah die Lobby damals aus, die Spielersuche, den Modus, den man auswählen konnte, also damals auf jeden Fall noch richtig auf billig gemacht, so. Hat sich doch einiges geändert. In diesem Sinne würde ich sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gerade mega Spaß gemacht, das mal wieder zu sehen, wie wir damals angefangen haben. Und, ja, dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Kramix.